Im letzten Video sagte ich, dass das Ergebnis, das wir bei der Berechnung der Fläche des Dreiecks mit der Seitenlänge a, b und c erhalten haben, dem Satz des Heron entspricht. In diesem Video möchte ich mit Hilfe von algebraischen Umformungen beweisen, dass es das gleiche wie der Satz des Heron ist. Zuerst wollen wir 1 Zweitel mal c unter dem Zeichen der Wurzel bringen. Das ist das gleiche wie Wurzel aus c² durch 4. Wir ziehen die Wurzel daraus und erhalten 1 Zweitel mal c. Also, das ist gleich. Statt einer Zeichnung werde ich einfach mit Worten Wurzel aus c² durch 4 mal das alles schreiben. Ich kopiere das einfach. Kopieren und einfügen. Also mal das alles. Das sollen wir faktorisieren und das alles unter der Wurzel. Lass uns das einklammern. Das ist gleich die Wurzel. Es ist ziemlich verwirrend, aber ich glaube, ihr werdet zufrieden sein, wenn ihr seht, wie all das sich als der Satz des Herrn entpuppt. Die Wurzel aus c² durch 4 mal a² ist gleich c² mal a² durch 4 minus c² durch 4 mal, ich schreibe es als Zähler im Quadrat durch Nenner im Quadrat auf, also mal c² plus a² minus b², das alles im Quadrat durch 4 mal c². Diese c² und diese werden weggekürzt. Ich werde das einklammern. 4 mal 4 ist gleich, ich schreibe das auf, das ist gleiche wie 4 im Quadrat. Anstatt 16 schreibe ich das. Ihr werdet sehen, warum ich das tue. Jetzt kann ich das umschreiben. Und das ist gleich, ich ändere die Farbe, die Wurzel aus c mal a durch 2 im Quadrat. Das ist dasselbe wie das, nicht wahr? Ich werde das einfach quadrieren. Wenn wir alles quadrieren, erhalten wir c² mal a² durch 4 minus. Jetzt werde ich die ganze Sache quadrieren. Wir erhalten c² plus a² minus b² durch 4. Wir quadrieren den Zähler und den Nenner. Nun sieht es interessanter für euch. Lass mich für die Klammern eine andere Farbe nehmen. Vielleicht wisst ihr noch aus Faktorisierung von Polynomen, dass x² minus y² man in x plus y mal x minus y zerlegen kann. Wir werden diese Regeln auch weiter anwenden. Wenn c mal a durch 2 gleich x und dieses Ding y sind, dann haben wir x² minus y². Daher können wir das faktorisieren. Und das Ganze ist Wurzel aus x plus y. Oder in diesem Fall c mal a durch 2 plus y, die gleich c² plus a² minus b² durch 4 ist, mal x minus y, das ist unsere x, c mal a durch 2 minus dieses Ding. Oder, lass mich das Zeichen ändern, plus minus c Quadrat minus a Quadrat plus b Quadrat, das alles wird durch 4 geteilt. Ich habe hier Folgendes getan. Ich sagte, dass dieser Ausdruck das gleiche wie das plus das, das plus das, mal das minus das. Aber ich habe das Zeichen geändert und erhalten, plus dieser Ausdruck mit dem negativen Vorzeichen. Das heißt minus c² minus a² plus b². Das ist, was ich getan habe. Nun wollen wir versuchen, das zu vereinfachen. Mal sehen, ob wir diese Brüche addieren können. Wir ermitteln einen gemeinsamen Nenner. C mal a durch 2 ist das gleiche wie 2. CA durch 4. Wir multiplizieren einfach den Zähler und den Nenner mit 2. Jetzt können wir die Zähler addieren. Dieser ganze Ausdruck ist gleich der Wurzel aus. Dieser erste Ausdruck wird so, ich schreibe es so auf, C Quadrat
plus 2 mal c mal a plus a Quadrat minus b Quadrat durch 4. Das ist unser erster Ausdruck. Und der zweite, alles wird durch 4 geteilt. Also ich schreibe es auf. B Quadrat minus C Quadrat minus 2ca plus a Quadrat. Lass uns nachprüfen. Hier haben wir minus a Quadrat. Plus mal minus ist minus a Quadrat. Hier haben wir plus 2ca. Minus mal minus macht plus 2ca. Ich habe minus c Quadrat hier und ich habe minus c Quadrat hier. Diese beiden Dinge sind gleich. Wir brauchen jetzt zu verstehen, dass dieser Ausdruck das gleiche wie c plus a im Quadrat ist. Ich schreibe das auf. Das ist das gleiche wie Wurzel aus, einklammern, c plus a im Quadrat minus b Quadrat durch 4. Das ist der erste Term. Nun der zweite Term. Das ist das gleiche wie c minus a im Quadrat. Das wird zu b Quadrat minus c minus a im Quadrat durch 4 vereinfacht. Wir gehen voran. Ich habe euch gesagt, dass es brenzlig wird. Wir sehen einige nette Anwendungen der Faktorisierung von Polynomen und auch, wie man eine ziemlich bizarre Gleichung vereinfachen kann. Hier können wir das gleiche Prinzip benutzen. Wir haben exakt den gleichen Fall. Wir haben ein Schema. Etwas im Quadrat minus etwas im Quadrat. Das heißt, wir können es faktorisieren. Ich schreibe das klein auf, um genug Platz zu haben. Es ist gleich die Wurzel aus c plus a plus b mal c plus a minus b. Genau das gleiche Beispiel habe ich vorher gemacht. Das ist x Quadrat und das ist y Quadrat. Also mal c plus a minus b und das alles durch 4. Jetzt haben wir das. B plus C minus A. Ich scrolle ein wenig nach rechts. Also mal B plus C minus A, das ist X plus Y. Mal B minus C minus A oder B minus C plus A. Es ist doch das gleiche wie B minus c minus a, nicht wahr? Und das alles wird durch 4 geteilt. Jetzt kann ich diesen Ausdruck umschreiben. Ich hoffe, dass ich genug Platz habe. Ich kann schreiben, dass 4 2 mal 2 ist. Also, unsere gesamte Gleichung wurde bis auf Wurzel aus diesem Ausdruck hier vereinfacht, der ich als a plus b plus c durch 2 schreiben kann, der Term hier, mal dieser Term. Lass uns das vereinfachen. C plus a minus b ist das gleiche wie a plus b plus c minus 2b. Diese beiden Ausdrücke sind gleich. Wir haben a und c und dann haben wir b minus 2b ist gleich minus b. Der nächste Term ist a plus b plus c minus 2b durch 2. Oder ich kann schreiben das durch 2 minus das durch 2. Das ist unser nächster Term. Genau die gleiche Logik. Das ist das gleiche wie a plus b plus c minus
2a durch 2. Wenn wir minus 2a und a addieren, erhalten wir minus a. Also wir haben b plus c minus a. Das ist das Gleiche. Das alles wird durch 2 geteilt. Oder wir können es so schreiben. Nun der letzte Term. Wahrscheinlich habt ihr bereits den Abriss des Satzes des Heron erkannt. Dieser Term ist das gleiche wie a plus b plus c minus 2c. Ihr subtrahiert 2c von c und erhaltet minus c. Dann habt ihr noch a und b. Das alles wird durch 2 geteilt. Ihr könnt schreiben das durch 2 und das durch 2. Und natürlich ziehen wir die Wurzel aus dem ganzen Zeug. Wenn die Fläche S gleich a plus b plus c durch 2 ist, dann wird diese Gleichung erheblich vereinfacht. Das ist S und das ist S. Das ist auch S und das ist S. Diese Terms werden auch stark vereinfacht. Minus 2b durch 2 ist gleich minus b. Minus 2a durch 2 ist gleich minus a. Minus 2c durch 2 ist gleich minus c. Also die ganze Gleichung für die Fläche ist gleich die Wurzel aus s mal, ich schreibe es mit der gleichen Farbe, mal s minus b mal s minus a und zuletzt mal s minus c. Wir haben bewiesen, dass der Satz des Heron und das Ergebnis vom letzten Video gleich sind. Das war ziemlich gut. Wir mussten nur einige verworrene algebraische Manipulationen vorzunehmen, um es zu beweisen.